war es da. Nein, das ist keine Werbung für einen neuen Horror-Thriller, sondern der kunterbunte Trailer-Mix eines deutschen Filmverleihs, der uns Lust auf kommende Leinwandgenüsse machen soll. Die gute Nachricht lautet, Kino is back. Es wird wiederkommen. Ab 1. Juli sollen nach dem Willen mehrerer Verbände deutschlandweit die Lichtspielhäuser wieder öffnen, und zwar einheitlich, damit neue Filme in möglichst vielen Häusern anlaufen können. Bis dahin soll es hoffentlich verbindliche Planungsparameter bezüglich Sicherheitsmaßnahmen sowie Besucherobergrenzen geben. Das ist ein Knaller. Ein absoluter Knaller. Dann heißt es wohl nischt wie hin ins Kino, denn es steht einiges an in den kommenden Wochen und Monaten. Risiken und Nebenwirkungen. Black Jesus, Gefangen im Netz, alles in bester Ordnung. Curveball, Wir machen die Wahrheit, nö. Auch Tierisches ist dabei, Schwein Gunda oder das Tagebuch einer Biene. Wollen wir uns trennen? Nö. Es wird dich beflügeln. Toll. Es wird dich verwöhnen. Ah ja. Es wird dich bewegen. Das ist super. Denn sein einziges Ziel ist, zu spielen. Das ist auch niemals legal. Legal, illegal, scheißegal, Herr Poschka, ist das nicht so? Fast 8 Monate lang waren keine Filme auf deutschen Leinwänden zu sehen. Eine lange Durststrecke für Filmfans und die Kinobranche. Vereinzelt haben Kinos in einigen Bundesländern bereits Anfang Juni geöffnet. Doch nun kommt der 1. Juli, gewissermaßen der Premierentag für alle. Juli, August, September. Ich bin skeptisch. Auf jeden Fall bald. Hey, was mache ich überhaupt noch hier? So groß, so gigantisch, dass dir die Spucke wegbleibt. Was in dieser Zeit ja sehr wichtig ist. Das Kino. Jetzt sind die Kinder so geduldig gewesen. Jetzt haben sich die Geschenke wirklich verdient. Demnächst im Kino.